Herzlich willkommen zurück in Omicron. Entschuldigt, dass es wieder so lange gedauert hat. Diesmal beinahe wieder 5 Monate. Aber was soll's, jetzt geht's ja weiter. Wir sind hier wieder im Versteck der Erweckten. Und wir haben wohl einen Spitzel hier. Also schauen wir erstmal danach, wo wir am ehesten einen erwarten, nämlich bei Krill, diesem mürrischen Typen. Aber wie man sieht, wir haben Krill nichts Neues zu sagen. Also ich würde sagen, sprechen wir mal mit Sox. Der hat ja immer ein paar Sachen auf Lager. Der ist ja immer ganz gut informiert, was die Erweckten angeht. Hallo Sox, na, wie läuft's denn so? Trainieren? Für was? Nur so eine Redensart. Es bedeutet, ist alles in Ordnung? Oh ja, ich verbrenne wirklich gut. Wie steht's mit Ihnen, junger Freund? Erfüllt das Leben Sie mit Freude? Schwimmen Sie stets in Ekstase? Baden Sie nur im Glück? Ich glaube, auf dem Stützpunkt ist eine Verschwörung im Gange. Eine Verschwörung? Gute Güte! Wer ist der Verräter? Das möchte ich auch wissen. Ich habe Krill in Verdacht. Krill? Dieser reizende Kämpe mit einer fürwahr etwas rauen Schale, doch zweifellos einem Herzen aus Gold. Warum? Verdächtigen Sie ihn? Das zu erklären würde zu lange dauern. Hilfst du mir oder nicht? Mit Freuden. Ich wollte schon immer ein Mann der Tat sein. Ein Rebell, der sich dem Bösen in den Weg stellt, ein Fräulein in Not rettet und all das. Sie können mit mir rechnen. Ich brauche 2 Minuten und ich führe Krill in die Tiefen des Lagers, um unsere Munitionsvorräte zu überprüfen. Super, danke, Sox. Ich habe mich vorhin schon mal im Versteck der Erweckten umgesehen und einige Türen sind verschlossen. Wenn ich mich recht erinnere, finden wir jetzt gleich im Quartier von Krill eine Möglichkeit, ich glaube einen Schlüssel oder sowas, um zumindest eine der Türen zu öffnen. Viel Glück! Stimmt, das war es, ein Schraubenzieher. Also kein Schlüssel, sondern ein Schraubenzieher. Dann werde ich damit jetzt mal die Tür zu Meshkas Raum öffnen. Armer Meshkan. Er hat seinen eigenen Tod nicht vorhersehen können. Hier haben wir Meshkans Tagebuch. Meshkans Schlüssel. Und Säure. Okay. Der Schrank ist geschlossen, aber schauen wir uns erstmal das Tagebuch an. 11. Quaret. Die Wahrscheinlichkeitswelle ist durch das Wirken der Dämonen aufgewühlt. Ich bin fast sicher, sie suchen Norbert Soul. Ich bete, dass sie ihn nicht finden. 34. Quaret. Er ist hier. Ich fühle, dass er nahe ist, hier im Stützpunkt. Sein Geist kräuselte die Welle für einen Moment. So habe ich ihn entdeckt. Er ist mächtig, sehr mächtig. Definitiv ein Wesen des zweiten Zirkels. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber er ist unter uns. Ich sage lieber noch nichts. Es könnte jeder sein. 35. Quaret. Krill benimmt sich seltsam in letzter Zeit. Ich werde ihn genauer beobachten. 38. Quaret. Furchtbar. Es ist schlimmer, als ich dachte. Das Böse ist unter uns und niemand hat es gemerkt. Wenn er weiß, dass ich weiß, bin ich verloren. Ich muss schnell handeln und allein. Vajagrimukha sei mir gnädig. Namtar trainiert gerade. Ich würde sagen, wir erzählen ihm mal davon.
Naja gut, wahrscheinlich ist dafür noch nicht die Zeit. Aber da liegt was, was da vorher noch nicht war. Namtas Sachen. Namtas Schlüssel. Okay. Den werden wir doch gleich mal benutzen. Bin gespannt, was wir finden. Ich habe schon so ein mulmiges Gefühl. Hier ist wohl nichts von Interesse. Aber da, die Spuren auf dem Boden. Da ist eine kleine Luke im Boden, aber sie lässt sich nicht öffnen. Ich benutze mal die Säure. Das ist es. Die Säure muss die Riegel aufgelöst und die Luke freigegeben haben. Ein dämonischer Würfel. Ein alter Würfel mit eingravierten seltsamen Symbolen. Der Gebieter wird ungeduldig. Er befahl, Normet Soul so bald wie möglich zu fangen. Scheut keine Mühen. Auch der Priester muss eliminiert werden. Tut, was ihr tun müsst. Also ist Namta ein Dämon. Er ist der Verräter und er hat Meshkan umgebracht. Ich muss ihn irgendwie demaskieren und vernichten. Und jetzt kommt endlich die Magie ins Spiel. Wir nehmen das Schamhorn hier mit. Es gibt coolerweise sehr viel Magie in diesem Spiel. In diesen ganzen Ars Magica-Bänden, die wir im Verlauf des Spiels jetzt schon bekommen haben, finden wir die meisten Zaubersprüche. So gibt es einen Weissagungstrank, Verwandlung in Gold, Verwandlung in ein Scham, einen Dämon demaskieren, das brauchen wir gleich, einen Liebeszauber, einen Wahrheitszauber, einen Unverwundbarkeitszauber und einen Auferstehungszauber. Leider bekommt man für diese ganzen Zaubersprüche nicht wirklich alle Zutaten zusammen im Verlauf des Spiels. Ist cool, dass man sieht, welche Sachen es generell gibt, die man machen kann, aber einige davon wird man im Spiel leider nicht machen können. Um einen Dämon zu demaskieren, benötigen wir jetzt ein Schamhorn und Tau von Licht. Tau von Licht besitzen wir leider noch nicht, aber das schnappen wir uns später. Das erste, was wir aber jetzt machen, ist, ihr wisst ja, wir befinden uns seit dem Ende der letzten Episode in dem Körper von einem anderen Typen, nämlich Saor. Und der Typ hat coolerweise einen Apartmentschlüssel zu einem Apartment in Anekbar. Und da wollte ich sowieso hin, denn ich muss nochmal kurz in den verborgenen Magieladen, um eine Wiki zu kaufen. Für einen Wahrheitszauber. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich noch ein paar Wikis haben, denn im Wikigarten habe ich ja alle aufgehoben, die es da gab. Aber blöderweise habe ich die alle gegessen. Insofern, ich kaufe jetzt mal eine. So haben wir also zwei gute Gründe, um endlich mal wieder zurück nach Anekbar zu fahren. Schön wieder hier zu sein, auch wenn es momentan nur dunkle Gassen sind. Und hier sind wir auch schon wieder bei dem schönen verborgenen Magieladen. Mitten in Anekbar. Was kann ich für Sie tun, Fremdling? Ich möchte etwas kaufen. Und da schnappen wir uns da eine Wiki. Das wär's dann eigentlich auch schon. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Okay. Tau von Licht halt immer noch nicht. Was soll's. Ich war nicht mehr sicher, ob wir Tau von Licht vielleicht doch schon
im Inventar haben oder nicht, aber naja. Ich glaube, das finden wir noch in der Kiste. Im Stützpunkt der Erweckten. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Apartment von Saor. Befindet sich hier, in diesem Gebäude, wo wir in der Sonderepisode auch einen Dämon bekämpft haben. Ja, der vertraute Anekba-Stil der Wohnung. Gucken, was wir hier finden. Oh, Xiam-Nudeln. Klubsbier. Tarkampftechnik Grundlagen. Und ein Transcan von David Bowies Survive. Dem ersten Song, den wir als Live-Auftritt der Dreamers miterlebt haben. Munition für Hypra. Und hier ist eine Hypra. Ist cool, dass wir die jetzt auch haben. Hier gibt's nichts mehr. Vielleicht an der Toilette. Ah, okay. Er musste dann doch mal. Wir mussten dann doch mal aufs Klo zwischendurch. All der Aufregung. Jetzt aber zurück. So, ich erst mal kurz abgekürzt. So, genau. Hier in der Bibliothek. Das war die Truhe, in der sich noch was befindet. Und zwar Tau von Licht. Sehr schön, wie ich vermutet hatte. Dann machen wir uns jetzt noch mal daran, den Dämonen zu demaskieren. Wird ja Namta sein. Nehmen Sie dieses bescheidene Geschenk. Drei Ringe, die zusammengehören. Ich habe jetzt hier schon den Zauber zur Demaskierung eines Dämonen erstellt. Einfach, ja, das Schamhorn und Tau von Licht im Beshem vermischt. Und den benutzen wir jetzt, den Zauber. Sie sind eine tolle Nummer. Beeindruckend. Schade, dass wir so bald sterben müssen. Im Namen aller Erweckten danke ich Ihnen für Ihre Taten.
Als sie Namtar entlarvten, retteten sie uns vor großer Gefahr. Ich freue mich, wenn ich helfen konnte. Viel mehr als das. Die Anwesenheit von Dämonen in unseren eigenen Reihen zeigt uns, wie mächtig sie geworden sind. Sie haben uns bestärkt, immer auf der Hut zu sein. Als Zeichen meiner Dankbarkeit schenke ich Ihnen dieses alte Pergament der Zauberei. Danke. Kann ich jetzt Boss treffen? Das virtuelle Wesen erfuhr von Ihren Taten und Ihrem Mut beim Erfüllen Ihrer Einsätze. Er möchte Sie treffen, so bald wie möglich. Wo kann ich ihn treffen? Boss erscheint in seinem alten Haus, in dem er einst als Mensch lebte. 1211 Tremish Street. Ich hoffe, das virtuelle Wesen findet eine Möglichkeit, ihre Seele zu retten. Ich auch. Boss ist ein außergewöhnliches Wesen. Er kann Ihnen bestimmt helfen. Aber Vorsicht! Denken Sie daran, dass die Polizei und die Dämonen hinter Ihnen her sind. Viel Glück! Ars Magica Band, was war das? 19? Ich glaube 19. Ja, dann machen wir uns doch jetzt mal auf den Weg, direkt zu Boss. Tremis Street ist witzigerweise direkt hier um die Ecke. Kaputtes Haus. So aus wie ein Hebel ist es wohl aber nicht. Flyer für Geheimkonzert, wieder einmal. Ja, das hier sind wohl kaputte Wohnungen, die lange nicht mehr bewohnt sind. Octogun, okay. Und sogar Munition dafür, direkt daneben. Speichern wir am besten mal hier. Opfer alte Götter. Die Shashnift-Opfer von Alif Yenalai. Alte Legenden besagen, dass es vor den Koboldkriegen zur Tradition des primitiven Shashnift-Volkes gehörte, ihren Göttern eine Jungfrau zu opfern. Dafür schenkten die Götter ihnen einen Blick auf ihre Zukunft. Hier sind sie also, der Fremde in Omikron, der Bezwinger von Dämonen. Dakoba hat mir viel von ihren Taten erzählt. Sie sind nicht der erste Computerspieler, der seine Seele in dieser Dimension verliert, aber sie sind wirklich der erste, der so lange am Leben blieb. Was geschah mit den anderen Spielern? Sie sind jetzt in Astoras Reservoir der Seelen. Besser 1000 Tode sterben, als dort zu enden.
Erzählen Sie mir von dem Reservoir der Seelen. Er zieht seine Kraft aus gequälten Seelen. Sie erleiden unendliche Foltern im Reservoir. Es sind diese grausamen Qualen, durch die Astaroth seine frühere Macht zurückerlangt. Warum verlangt Astaroth nach den Seelen aus meiner Dimension? Die Seelen hier sind grau und welk. Sie geben zu wenig Kraft ab. Die saftigeren Seelen sind in ihrer Dimension. Astaroth hat dieses Spiel Omikron geschaffen, um sie zu erobern. Das Spiel, das sie in diesem Moment spielen. Was wissen Sie über Astaroth? Astaroth wurde jahrtausende lang von Kuschelane, dem Held der Koboldkriege, in einen Käfig gesperrt. Nun, da er frei ist, muss der Dämon seine Macht neu aufbauen, die er im Laufe der Jahrhunderte verlor. Dafür braucht er Seelen. Tausende Seelen. Wie funktioniert Astaroths Falle? Er nutzt Omikron, um Seelen anzulocken. Er bittet Spieler, ihre Seele in einen Körper zu übertragen, um in unsere Dimension zu gelangen. Und sobald die Seele hier ist, braucht ein Dämon sie nur noch zu fangen und zu Astaroth zu bringen, der sie auf ewig verdammt. Das wäre ihnen um ein Haar passiert. Wurde meine Seele gerettet? Nein, leider nicht. Solange sich ihre Seele noch in Omikron befindet, riskieren sie, von einem Dämon gefangen und in das Reservoir geworfen zu werden. Gibt es einen Weg, um meine Seele zu retten? Ihre Seele können sie nur retten, indem sie Astaroth töten. Aber niemand kennt sein Versteck. Und keiner weiß, wie man ihn töten könnte. Ich muss einen Weg finden, um Astaroth zu töten. Mal überlegen. Vielleicht lässt sich mehr über Astaroth herausfinden. Es gibt ein altes Pergament aus den Koboldkriegen. Es erwähnt Astaroth. Vielleicht steht dort auch, wie der Dämon vernichtet werden kann. Wo ist dieses Pergament? Das Pergament ist in der Zentralbibliothek, streng bewacht, ganz oben in der Pyramide. Gehen Sie in die Bibliothek und suchen Sie alle Informationen über Astaroth. Es geht um das Überleben Ihrer Seele. Wo finde ich die Zentralbibliothek von Omikron? Die Bibliothek ist im Lahore-Sektor. Dafür brauchen Sie einen Pass. Es ist einer irgendwo hier im Haus. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Boss. Ich gab Jenna die Leitung von Phalanx 5 als Ersatz für Nemta, den Verräter. Ich sagte ihr, sie solle sie bei allem unterstützen. Warum wollen Sie mir helfen? Ich habe das gute Gefühl, dass Sie uns helfen können. Eine alte Legende besagt, dass nur Nomad Soul die Dämonen aus Omikron vertreiben kann. Vielleicht sind Sie der, auf den wir warten. Ich muss gehen. Die binären Gezeiten wenden sich. Möge Vaya Grimuka ihre Schritte lenken. Und da ist er auch schon. Der Lahore-Ausweis. Wir machen uns nun also endlich auf den Weg in den schönsten District Omikrons, Lahore. Ähnlich verschachtelt und labyrinthartig aufgebaut wie Jaunpur, aber doch eine ganze Ecke schöner. Den District zeige ich euch aber erst in der nächsten Folge, die, versprochen, diesmal nicht so lange auf sich warten lässt. Ich werde jetzt direkt die nächste Folge aufnehmen, also keine Sorge. Ich wollte euch nämlich jetzt stattdessen als Abschluss dieser Episode eine kleine besondere Sache zeigen, und zwar wie David Bowie den Boss-Kram im Original spricht. Denn besonders David Bowie-Fans dürfte es interessieren, wie er die Dinge im Original aufgesprochen hat. Alles in Ordnung. Sie können passieren. Die deutsche Synchronstimme ist echt gut geworden. Also ich finde die wirklich sehr passend für David Bowies Stimme. Aber das Original ist natürlich wesentlich interessanter. Besonders für Bowie-Fans. Nun also das englische Original. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ciao!
So here you are, the stranger in Omicron, conqueror of demons. Dagobah told me much about your exploits. You're not the first video game player to get your soul trapped in this dimension, but you're certainly the first to stay alive so long. They're now in Astaroth's reservoir of souls. Better to die a thousand deaths than end up there. Astaroth was locked up in a cage for thousands of years by Cushalane, the hero of the Cobalt Wars. Now that he's free, the demon needs to build up his power again, because it dwindled over the centuries. To do so, he needs souls. Thousands of souls. He derives his power from suffering souls. They endure infinite tortures in the reservoir. It is this endless suffering that will enable him to recover his former power. The souls here are grey and withered. He can't get much power from them. The juiciest souls are in your dimension. Astaroth created the video game called Omicron in order to capture them. The game you're playing at this very moment. He uses Omicron to attract souls. He asks players to put their spirit into a body in order to enter our dimension. As soon as the soul has come here, it only takes a demon to catch it and take it to Astaroth, who condemns it for all eternity, which very nearly happened to you. No, unfortunately. As long as your soul is a prisoner in Omicron, you run the risk of being caught by a demon and thrown into the reservoir. The only way to save your soul is to kill Astaroth. But nobody knows where he hides, not to mention how to go about killing him. Let me think. There might be a way to find out more about Astaroth. There's an old parchment that comes from the Cobalt Wars. It mentions Astaroth. Perhaps it says something about how to destroy the demon. The parchment is in the central library of Omicron under strict guard at the top of the pyramid. Go to the library and gather together all the information you can find on Astaroth. The survival of your soul is at stake. Legate Reshev protects everything that dates from the Cobalt Wars. He still hopes to discover some secrets of the ancient art. All access to these documents is forbidden. The library is in the Lahora sector. You'll need a pass to get there. You'll find one somewhere in this house. I placed Jenna at the head of Phalanx 5 to replace Namtar the traitor. I asked her to give you all the help you need. Something tells me you can help us achieve our goal. An old legend recounts that only a nomad soul can hunt the demons out of Omicron. You may be the one we have been waiting for. I must go. Now the binary tides are turning. May Vaigramukha guide your steps.